Um sich das Ausmaß ihrer monatlichen Ausgaben nicht eingestehen zu müssen, vermied Janina Sturm bisher den Weg zur Schuldnerberatung. Der Anwalt macht ihr Mut. Seine Assistentin Sarah Grüner hat unterdessen etwas Ungeheuerliches herausgefunden. Waren Sie schon mal bei der Schuldnerberatung? Nein, bisher noch nicht. Okay. Das ist wirklich eine Hilfe. Das muss man wirklich sagen. Das ist eine Hilfe, die... Entschuldigung, jetzt ruft die Sarah an. Sarah? Hi, Ingo. Hallo, wir sitzen mit Frau Sturm im Auto. Ah, super. Ich habe mich doch im Internet so ein bisschen umgeguckt nach dem Herrn Sturm. Ich habe auf einer Social-Media-Plattform Bilder von ihm und einer Dame entdeckt. Die heißt Chantal Brenner. Das ist die Freundin meines Mannes, meines Ex-Mannes. Ist wohl die Freundin. Okay, das ergibt Sinn. Er war nämlich mit der zu sehen. Also ich habe dir auch schon per E-Mail einige Bilder zugeschickt. Also das ist alles andere als ärmlich aus oder ähnliches. Du hast mir die Bilder geschickt? Richtig, ich habe dir da auch Bilder geschickt. Ich sehe es. Siehst du das? Ich glaube es ja wohl. Seht ihr jetzt vielleicht mit diversen Typen und auch schön vom Mercedes und so weiter. Guck mal, der Laden hat vor 2 Wochen Potsdamer Platz aufgemacht. Da gehst du nicht rein, wenn du nicht bereit bist, richtig Kohle liegen zu lassen. Teuer. Das ist ja wohl. Also, was ist denn das für ein Fahrzeug da im Hintergrund? Kostet richtig genau, Kohle. Das ist ein Mercedes. Also wie gesagt, ärmlich gar nicht. Ne? Der Wagen ist nämlich auch auf die Frau Brenner angemeldet, aber die ist schon seit 6 Monaten arbeitslos. Ah. Also das ist ja auch ein bisschen komisch. Ne? Ja, damit kannst du dir nicht so eine Karre leisten. Was bildet der sich eigentlich ein, dieser Mistkerl, ey? Ich fass es okay, ja dann schau mal, ob du da noch mehr rauskriegst. Ja, ich wollte sowieso jetzt noch ein bisschen weiter erforschen. Ich wollte mit euch nur schon mal updaten. Super. Ja? War sehr hilfreich. Herzlichen Dank. Bis später. Unglaublich. Da steht der da wie so ein Pascha. Krasser Typ so auf jeden Fall. Vor so einer Karre. Aber genau das, was ich dachte zumindest. Irgendwas stimmt da vorne und hinten nicht, Mann. Der zahlt seit 6 Monaten keinen Unterhalt. Das ist doch unglaublich. Okay, also, wir fahren jetzt zu der Schuldnerberatung und danach fahren wir zu ihm und fragen ihn mal, wem der Wagen gehört. Alles klar. Los geht's. Nach einer 3-stündigen Vermögensprüfung hat Janina Sturm endlich wieder einen Plan für ihre Ratenzahlungen. Gemeinsam mit dem Team Lenzen will sie nun ihren Ex zur Rede stellen. Ja. Oh, Entschuldigung. Ja, ich suche Benjamin Sturm. Ja, der wohnt hier nicht mehr. Wie, der wohnt hier nicht mehr? Seit wann? Ja, seit einem Jahr. Seit einem Jahr wohnt er nicht mehr. Da steht doch Benjamin Sturm an der Klingel. Ja, ich hab die übernommen. Ich hab die untervermietet. Also an Sie untervermietet? Ja. Und Sie zahlen jetzt die Miete an ihn? Genau, ja. Ja, und wie zahlen Sie die? Ja, so. Ja, Cash? Na, wie man es halt so macht. Ja, Überweisung oder Cash? Wie man halt... Wie man so macht, ne? Scheine, ja, ja, ne? Ja. Aha. Und wo wohnt der jetzt? Ja, bei seiner Freundin. Der wohnt bei seiner Freundin jetzt. Wissen Sie, wo das ist? Ja, soll ich eine Adresse geben? Ah, das wäre super. Ja, okay. Können Sie das machen? Ja, ich warte hier. Ja, alles klar. Habe ich das gerade richtig verstanden? So halt. Ja, so halt. So halt, hä? Das heißt, der kassiert die Miete schwarz und spielt bei seinem Selbstbehalt, der bei ihrem Unterhalt eine Rolle spielt, überhaupt keine Rolle mehr. Beispiel, nehmen wir an, der hat 1200 Euro, die man ihm nicht pfänden kann. Ja. Und dann kriegt er hier jetzt nochmal 600 oben drauf, der weiß aber keiner was von. Weil sie nirgendwo aufgeführt sind. Ja, klar. Dann heißt er 1800. So. Hä? Also hier. Ja, super. Ja. Vielen Dank. Genau. Bestellen Sie noch schöne Grüße. Ja, mach ich. Ich glaube, Sie sehen ihn öfters als ich. Hm? Bei der nächsten Mietzinszahlung, ne? So halt. Schön. Das ist. Tja. Wow. Naja. Er kann ja nichts dafür. Ich glaube, ich weiß, was wir da machen. Ich rufe mal eben Sarah an. Sarah? Ingo Lenzens Assistentin soll prüfen, ob der zahlungsunwillige Vater wirklich seine Einnahmen durch Schwarzarbeit frisiert. Deshalb spielt Sarah Grüner am Folgetag die sexy Naive, um den Kfz-Meister mit dem Unfallwagen einer Freundin in die Falle zu locken. Ingo? Hi, ich spreche jetzt mal gleich mit dem Benjamin. Und wie besprochen, du bleibst dran, ja? Alles klar. Okay, danke, Papa. Ja, tschüss, bis dann. Hi. Hallo. Ja? Na? Was haben wir denn? Wie du siehst, ist mir da so ein kleines Missgeschick passiert. Beim verloren unterwegs. Einparken. Was meinst du, was das so ungefähr kostet? Also, du hast hier die Gitter. Mhm. Also normalerweise kriegst du das nicht einzeln. In der Vertragswerkstatt bist du bei 1,5. Das finde ich jetzt aber schon ein bisschen viel, ehrlich gesagt. Also ist ja jetzt nur so ein bisschen Plastik. Da habe ich jetzt nicht gedacht, dass es so teuer ist. So, und wenn du keine Originalteile brauchst, dann können wir hier vorne
Die kriege ich auch woanders, die Gitter. Okay. Dann können wir die nehmen, dann sind wir ungefähr bei 800 Euro. 800? Hä? Ich habe halt gehört, dass du richtig gute Preise machst. Also, dass du hier der Beste in der Umgebung bist und... Ja. Danke. Und da dachte ich halt, da geht halt vielleicht noch ein bisschen was. Da geht noch ein bisschen was? Ja, habe ich so gedacht. Ja, gut, wir könnten es auch umweltfreundlich... Umweltfreundlich? Ohne Rechnung machen. Ja, aber was heißt das dann? Wie viel würde es denn kosten? Wenn wir so bei 750. Das ist jetzt auch nicht viel weniger, ne? Also, ich sag mal, ohne Rechnung, das hört sich ja an, so noch so ein bisschen Steuern einsparen, ne? Ja. 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 Rechnung Steuern einsparen, genau. Ja, dann kannst du ja noch ein kleines Stückchen runtergehen, oder? Komm. 700? Okay, 700. 700, umweltfreundlich, da bin ich dabei. Und steuerfrei. Ich bin dabei, steuerfrei. Wann könnte ich den vorbeibringen? Wann wäre es möglich? Frühestens Mitte nächster Woche. Vorher schaffe ich es nicht. Okay. Ja? Ja, na, ist ja kein Problem. Also, nee, jetzt reicht's mir. Jetzt habe ich echt die Schnauze voll. Der packt sich hier die Taschen voll. Und lässt mich durch die Hölle gehen. Ich muss hier jeden Cent dreimal umdrehen und der macht sich hier ein buntes Leben. Nein, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Bleiben Sie noch hier. Jetzt warten Sie doch mal. Wir wollen doch was von ihm. Nein, wir wollen ihm doch keine Vorwürfe machen. Wir wollen doch was von ihm. Wir wollen doch, dass er Ihnen den Kündnisunterhalt zahlt. Und sogar auch noch den Rückständigen. Und der soll doch noch fein die Rechnung von dem Auto übernehmen. So, das sah. Und habt ihr alles mitgekriegt? Alles. Eindeutig, wunderbar. Oder? Wunderbar. Jetzt besuchen Danke. Wir uns mal, ne? Würde ich auch sagen. Da wird er sich wundern, dass du uns begleitest. Ich bin mal gespannt, wie er reagiert. Na, guck mal, macht gerade Schluss, der Bursche. Kann man so sein. Ganz ruhig. Oh. Na, ja, Sturm? Oh. Du bist doch echt so ein verlogenes Arschloch. Was fällt dir nicht ein? Du bist das Letzte. Was du mir angetan hast. Sie ist vielleicht ein bisschen sauer. Kennen Sie sie wieder? Ja, ne? Ist doch noch nicht so lange her. Guten Tag. Hallo. So schnell sieht man sich wieder. So ein verlogenes... Was los? Was ist los? Sie fragen mich, was los ist? Ja. Ja? Ich sag nur umweltfreundliches Papier oder gar kein Papier. Dafür die Kohle so einstecken, ist ja so viel zu tun. Sie haben erst nächste Woche, Mittwoch, haben Sie erst wieder Zeit. Ich? Das heißt, der Laden ist voll, der boomt. Und Sie schieben sich die Kohle schwarz ein. Ich habe nichts zu verbergen, ihr könnt mir überhaupt nichts beweisen. Das ist eine Straftat, die Sie begangen haben. Das haben Sie jetzt auch verstanden. Habt ihr Drogen genommen oder was? Ich habe zufällig alles aufgenommen. Hören Sie mal zu. 700? Na, okay. Klingelt es vielleicht 700. Ein bisschen? Ich bin dabei, steuerfrei. Bin steuerfrei. Du lässt uns so hängen. Machst dir die Taschen voll. Wie kann man nur so abgefuckt sein? Du bist das Letzte. Ist gut. Und dann noch die Wohnung untervermietet und da auch hier, ne? Da wart ihr auch noch? Natürlich waren wir da. Oh, ich mache mal folgenden Vorschlag. Sie zahlen die 6 Monate Unterhalt nachträglich nach. Und den laufenden Unterhalt zahlen Sie bis zum 3. Werktag eines Monats. Und dann übernehmen Sie auch noch die ganzen Verbindlichkeiten. Ne? Die Schulden tilgen Sie jetzt mit den 9.000 Euro, die schulden Sie jetzt mal allein. Die zahlen Sie damit auch allein, okay? Bleibt mir was anderes übrig? Nee. Sehr schade. Kann man so sein. Das war auch immer ganz klein mit Hut, ja? Ganz klein mit Hut. Ich bin so erleichtert. Ich bin Ihnen so dankbar. Vielen Dank für die Ihre Hilfe. Jetzt kann es endlich wieder bergauf gehen. Fahren wir Sie noch nach Hause? Ja klar, Platz haben wir. Benjamin hat rückwirkend den Unterhalt für Leon nachbezahlt und sich auf die Tilgung der gemeinsamen Schulden geeinigt. Janina kann nun unbesorgter schlafen und hat es geschafft, der Armutsfalle zu entkommen. Leider sind alleinerziehende Mütter nach der Scheidung noch immer am häufigsten von Armut betroffen.